Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Apothekerverband. Das Deutsche Sport- und Olympiamuseum in Köln und die große Familie des deutschen Behindertensports. Das passt einfach. Bereits zum dritten Mal feierten die Athleten hier ihre Besten bei der Wahl der Behindertensportler des Jahres. 2012 stand ganz im Zeichen der Paralympischen Spiele von London. Sie hatte Gold im Speerwurf und im Kugelstoßen gewonnen. Birgit Kober. Nach einer falschen Medikamentendosierung im Krankenhaus vor 5 Jahren kämpft sich die Münchnerin zurück ins Leben. Seit dem Behandlungsfehler zum ersten Mal eigentlich wieder richtig Mensch war, das nehme ich mit. Auch zwar Gold, klar, aber das war eigentlich noch mehr wert als Gold. Schon das dritte paralympische Einzelgold in London für ihn. Tischtennislegende Jochen Wollmatt. Er wurde durchaus überraschend vor 100 Meter Paralympicsieger Heinrich Popov zum Behindertensportler des Jahres gewählt. Ich nehme den mehr so als für die Sportart mit als für mich als Person. Ist umso schöner, weil wir halt immer so ein bisschen hinten dran sind, gute Leistungen bringen, aber nie ganz vorne. Deswegen ist es jetzt umso schöner, dass halt auch mal ein Tischtennisspieler ganz oben steht. Sein faires und emotionales Verhalten während der Paralympics brachte ihm die Sympathien der britischen Gastgeber ein. Diese Anerkennung, Herzlichkeit, aber auch dieses Ganze drumherum, dieses Flair, das war einfach super und es waren fantastische Spiele und ich würde auch sagen, dass es auch für mich mit Sicherheit mit die besten Spiele waren, die ich je erlebt habe. Ein ganz besonderes Erlebnis ist jetzt zum Beispiel mein Speerwurf-Wettkampf, wo ich ganz alleine nochmal, also nicht, weil wir der letzte Wettkampf waren, weil wir sitzen im Werfer oft länger werfen und länger brauchen, wo ich quasi meinen letzten Wurf ganz alleine hatte und Weltrekord geworfen habe und das ganze Stadion aufgebrandet ist. Wie schon im vergangenen Jahr, so auch 2012. Das Team des Jahres, die Rollstuhl-Basketballerinnen. Sie triumphierten in London erstmals nach 28 Jahren. Wir haben so viel für diese Goldmedaille in London gearbeitet, so viel investiert. Und dann jetzt hier im Anschluss nochmal gewählt worden zu sein zur Mannschaft des Jahres, das ist einfach unglaublich. Das ist nochmal so das i-Tüpfelchen. Nicht nur die Sieger der Athletenwahl, die ganze Familie des deutschen Behindertensports kann sich am Ende des erfolgreichen Paralympischen Jahres 2012 als Gewinner fühlen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Deutschen Apothekerverband.